Hi, grüßt euch. Heute geht es um Parkettboden. Wir haben hier einen ganz, ganz großen Blumentopf stehen und der jetzige, der goldene, ist dicht und der alte, das war so ein Tontopf mit so einer Untertasse, nennt man das, glaube ich, oder Untersetzer. Und da ist das Wasser immer für mich übergelaufen, wenn man nicht aufgepasst hat. Und dadurch haben wir also einen hässlichen Ring, beziehungsweise mehrere Ringe. Das ganze Parkett ist auch aufgequollen. Man sieht es halt, dass die Spalte so wirklich groß sind. Die Fläche ist nicht mehr eben. Und in der Regel müsste man jetzt den gesamten Boden, sprich, das ist jetzt hier das Wohnzimmer, müsste man komplett abschleifen, weil man wirklich ein paar Unterschiede sieht. Ich habe aber letztens, könnt ihr auf Instagram sehen, habe ich die Küche gemacht. Das ist ein schmaler Gang und verbunden mit dem Wohnzimmer und das Ganze hat ganz, ganz gut geklappt und heute möchte ich mich hier dran versuchen. Als allererstes gehe ich bei und klebe hier so ein bisschen die Wand ab. Dafür gibt es spezielle Malerkreppfolie, die könnt ihr ausziehen auf 2 bis 3 Meter. Das mache ich daher, weil ich ja hier schleife und der Schleifstaub setzt sich wirklich trotz Absauganlage wirklich dann überall hier ab. Und hier unten ist der Fleck, das heißt, die weiße Wand wäre nachher nicht mehr weiß, sondern wahrscheinlich gelb. Und deswegen klebe ich das hier jetzt ab. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon. Ich habe zwar jetzt noch die Rolle und werde die auch aufbrauchen und dann versuche ich immer so gut wie es geht, nicht so eine Folie zu verwenden, weil letztendlich ist es auch Mikroplastik, ne? Und ihr könnt auch schon sehen, durch die statische Aufladung hält das quasi selber, ne? Also brauchen wir nicht viel Kreppband an die Wand bringen. Und damit wir halt am Ende, damit das nicht so wirklich auffällt, dass hier beispielsweise die Fläche neu geölt ist, werde ich jetzt hier einfach diese Stäbe ringsherum abkleben. Und dafür nehme ich hier breites Kreppband. Das habe ich mir aus der Malerbranche geholt. Ist aber sehr, sehr gutes. Und ich klebe das genau, wo die Fuge ist, klebe ich das Ganze ab. Hier ist auch der Stoß. Und jetzt gibt es natürlich jetzt auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Natürlich solltet ihr vorweg, wenn ihr jetzt irgendwie doch Macken habt oder so, solltet ihr das Ganze spachteln mit den 2 Komponenten spachteln. Die gibt es in unterschiedlichen Farben und Tönen. Werde ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. So auch alle Produkte, die du jetzt siehst, ne? Ob Schleifer, ob die ganzen Werkzeuge. Und für diejenigen, die jetzt irgendwie kleine Fehler haben oder Macken mal im Parkett oder Laminat, im Parkett macht man das meistens nicht, kann man aber machen, habe ich auch schon gemacht. Meistens im Laminat, es gibt so ein Set, das ist hier so ein kleiner Lötkolben, den hält man dann gedrückt und hier hat man verschiedene Wachsstifte. Und dann kann man sich sein eigenes, seine eigene Spachtelmasse förmlich aus Wachs herstellen und damit das Loch dann schließen und mit einem kleinen Kunststoffhobel geht man dann rüber und dann sieht man das Ganze auch nicht mehr. Habe ich auch schon mal gemacht beim kleinen Brandloch, fällt gar nicht mehr so auf. So, hier müssen wir jetzt nicht spachteln. Wir können natürlich jetzt loslegen mit den Schleifen. Ich werde aber vorweg mal versuchen mit einer Ziehklinge, das ist nämlich dieses kleine Teil hier. Das ist ein Metallstück, das auf beiden Seiten sehr scharfkantig ist und damit kann man das Holz abziehen. So, man sieht hier schon, wie das Holz hier ein bisschen heller wird, also sieht ganz gut aus. Aber auch hier, die braune Stelle ist. Kann man das Ganze abziehen. Und dann könntet ihr es theoretisch danach auch schon ölen, wenn es ganz, ganz feine Kratzer sind oder kleine Macken. So, wir nehmen jetzt aber hier einen kleinen Exzenterschleifer. Das ist dieser hier, akkubetrieben. Und dazu haben wir natürlich dementsprechendes Schleifpapier. Wir müssen hier wahrscheinlich mit 80er anfangen, weil wir viel Material runternehmen müssen. Arbeiten uns dann hoch auf 120er oder 100er, 180er bis hoch zu, was haben wir hier, 400er. Also 300er würde auch reichen, aber wir machen mal bis ganz nach oben, damit die Oberfläche auch wirklich schön glatt ist, dass man im Nachhinein auch keinen Unterschied merkt. Wenn ihr meint, ihr seid dann fertig, dann nehmt euch bitte ein
einen feuchten Lappen. Ganz wichtig ist, dass dieser Lappen nicht ölhaltig ist oder irgendwie ja, Fette enthalten sind. Und dann wischt ihr einfach mal über die geschliffene Fläche. Ihr wischt quasi den Schleifstaub weg. Ihr könnt natürlich vorweg das mal mit einem Staubsauger einmal grob absaugen. Und dann würdet ihr auch die Oberfläche sehen, wie sie in einem geölten Zustand aussehen würde. Das heißt, man kann jetzt hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier kann man auch ganz leicht den Wasserring sehen. Das heißt, hier werde ich nochmal ein bisschen verstärkt schleifen und hier auch. Ansonsten sieht das eigentlich schon mal ziemlich gut aus. So, meine Lieben, jetzt ist das Ganze fertig geschliffen. Wie ich vermutet habe, bekomme ich den Ring hier nicht mehr richtig weg. Ist aber besser als vorher. Und ich habe das Ganze jetzt abgesaugt, nochmal mit einem Lappen schön feucht abgewischt. Dadurch stellen sich halt nochmal die Holzfasern auf. Und es sollte sauber jetzt sein. Ihr habt gerade gesehen, ich wollte gerade mit meinen Fingern rübergehen. Das bitte nicht, weil die Finger sind irgendwie fettig. Es kann halt sein, dass dann das Öl dann nicht mehr später drauf hält. Ich nehme jetzt hier ein Öl, speziell für den Boden, für den Hartboden. Also Eiche ist ja ein Hartholz. Und das Ganze könnt ihr ganz einfach, bei so einem kleinen Flächen nehmt ihr einen Zewa oder ein Baumwolltuch und dann könnt ihr das Ganze einmassieren. Bei größeren Flächen empfehle ich euch Rollen, dass ihr das Ganze einrollt. Und hier ist auch natürlich das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Verwendet bitte nicht zu viel Öl, sondern tragt nur so viel Öl auf, wie das Holz auch einzieht. Das heißt, ihr massiert das Ganze jetzt schön ein. Und das ist einfach so eine Erfahrungssache. Also ihr merkt das dann, wenn das Öl noch ein bisschen Holz braucht. Ich mache es immer so, dass wir einen leichten Ölfilm drauf haben auf dem Holz. Und ich ungefähr eine halbe Stunde warte. Und wenn das dann noch nicht eingetrocknet ist, dann ziehe ich das Öl wieder mit einem Baumwolltuch oder einem Zewa ab. Und dann lasse ich das mindestens einen Tag trocknen. Ich habe jetzt das Ganze dreimal geölt mit den Abständen ungefähr von 6 Stunden. Und dann habe ich das Ganze einen Tag trocknen lassen und dann habe ich das Klebeband, das Kreppband abgezogen. Und die Übergänge sind wirklich sehr, sehr gut geworden durch diese Nähten, ne, durch dieses Muster von dem Parkettboden. Aber der Fleck ist nicht wirklich weggegangen. Also ein bisschen schon, zur Hälfte würde ich sagen. Man kann jetzt sehen, die hellere, man kann das Splintholz, also von der Eiche sehen, ist ein bisschen heller geworden. Aber der andere Halbkreis, der ist doch noch ja, da geblieben. Und das liegt einfach daran, dass diese Wassertropfen wirklich tief in das Holz hineingegangen sind. Und wie bekommt man das jetzt weg? Ich werde jetzt den Blumentopf nicht mehr da stehen lassen, dass durch die Sonne das so ein bisschen ausbleicht, beziehungsweise das Ganze nachdunkelt. So Eicheboden dunkelt mit der Zeit auch nach. Und ja, so bekommt ihr dann im Parkettboden beispielsweise ein paar Flecke weg, wenn die nicht so tief ins Holz eingedrungen sind. Ich habe das, wie gesagt, schon in der Küche gemacht. Da hat das Ganze gut funktioniert. Und wichtigste ist halt bei so einem Boden, der geölt ist, dass man diese Übergänge später nicht sieht, ne? Weil sonst hast du da so eine helle Stelle schimmern und auf der anderen Seite nicht. Das ist ein bisschen matter. Das ist dann so ein bisschen gefährlich und ich habe das, glaube ich, aber ganz gut im Griff bekommen, so dass man das nicht sieht. Ja, ich hoffe, dir war das Video hilfreich und ich werde dir alle Produkte unten in der Videobeschreibung verlinken, sowie auch einen Reiniger, den ich eigentlich immer mit da reinpacke, wenn ich jetzt beispielsweise die Oberfläche erwische und der versiegelt bzw. reinigt und versiegelt die Parkettoberfläche nochmal. Alles von Adler, kann ich nur empfehlen, tolle, tolle Produkte und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer Sebastian auf YouTube.